Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04 bei eurem Hansa-Fan. Und was war das für ein tragisches Euroleague-Aus? Zuletzt gegen den FC Liverpool, beim FC Liverpool an der Anfield Road 1:0 verloren. Im Hinspiel 0:0 in der Phoenix Arena, auswärts 1:0 verloren. Bitter, 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 vor allem wenn man gesehen hat, wie es zustande kam. Ein sehr umstrittener Elfmeter. Hab mir gerade nochmal angeguckt in der letzten Folge. War auf jeden Fall ein spannendes Spiel, muss man auf jeden Fall sagen. Sehr spannende Schlussphase, vor allem was mich sehr überrascht hat. Leon Goretzka im Sturm hat die größten Chancen sogar noch gehabt. Und für mich war das eine Bewerbung für nochmal ein Spiel im Sturm. Von daher, ja, haken wir die Partie ab, Liverpool. Der Traum Euroleague ist ausgeträumt, jetzt heißt es Traum DFB-Pokal. Und das Halbfinale steht an, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Unseren direkten Konkurrenten in der Bundesliga, kann man ja sagen. Und der VfL wird dann auflaufen, natürlich in Weiß. Und wir werden mal sehen, wie wir auflaufen werden. Kennedy nicht, der kriegt eine Pause, sondern ja, Leon Goretzka hat sich beworben. Er wird auch weiterhin im Sturm spielen. Er ist wirklich der Allrounder schlechthin bei uns. Und auch ein Choupo-Moting wird spielen, aber links für Max Meyer, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Baselli, Geis in der Mitte ist klar. Sané rechts, wo der im Sturm eigentlich auch besser drauf war. Kostic komplett wieder formtief. Ja, es ist unglaublich. Uchida, für Kaysara doch, hat mir doch besser gefallen. Martip auch, totales Formtief, für ihn kommt Nastasic rein. So, Kehrer auch im Formtief. Wen haben wir noch? Hüntelaar noch verletzt. Bergwijn nehmen wir noch mit für wen denn? Ja, doch, für Kaysara. So, und entweder Kostic oder Kennedy raus für Ogo wollte ich gerne noch mitnehmen. Weil einen Außenverteidiger braucht man schon noch. Obwohl Höger das auch machen kann, ne? Na gut, lassen wir Aogo außen vor lassen. Doch, Aogo kommt für Kostic mit. Aogo kann ja zur Not auch im Mittelfeld spielen. Genauso wie Höhe. Also wir haben ja sehr viele Allrounder bei uns im Team. Das ist ja wirklich der Vorteil. Von daher, auf geht's hinein ins Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg. Die Hand mal wieder von Beginn an. Und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Zuletzt im Derby in der Bundesliga noch 2:0 siegreich gewesen. Gegen Jürgen Klopp auf dem FC Liverpool gab es dann leider die Niederlage. Mit 0:1. Okay, der war gegen die Mauer. Versuchen wir es nochmal. Oh, Pfosten. Na gut. Aber los. DFB-Pokal. Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg. Wir wollen ins Finale. Wir wollen nach Berlin. Wir wollen uns hier auf Schalke mit einem Titel verabschieden. Und natürlich noch mindestens die Europa League in der Liga erreichen. Aber Hauptziel sind momentan die Titel. Klar, wir dürfen das Augenmerk nicht komplett von der Bundesliga abwenden. Das andere Halbfinale ist Köln gegen Leverkusen. Ein echtes Derby. Das Rhein-Derby. Köln gegen Leverkusen, das ist auch spannend. Also nicht die Bayern so weit gekommen. Das ist doch mal erstaunlich. Die Bayern waren nicht im Finale. Das kann also sehr, sehr gut werden. Wir haben hier Spieler im Fokus. Die Santo und Kruse. Ja, der in Ungnade gefallene Max Kruse. Alle kennen bestimmt die Geschichte. Ich finde es sehr, sehr übertrieben. Immerhin wurde einfach ein Video von ihm gemacht. Ohne ihn zu fragen, wurde es weitergeschickt. Da verteidigen sonst ja alle immer die Menschenrechte. Und das sind meine Rechte, meine Bilderrechte. Und wenn er in so ein Bild rumgeht, da wird gleich als erstes mit Du auf Fingerzeichen zu Max Kruse gezeigt. Und nicht zu der Bildreporterin, die einfach unerlaubt das Video weitergeschickt hat. Aber gut, ich habe es nicht gesehen, dieses Video. Ich weiß nicht, was abgelaufen ist. Er soll sich ja ziemlich freizügig präsentiert haben in dem Video. Aber wichtig ist erstmal hier das Spiel. Ganz klar. Wolfsburg mit Benaglio im Tor. Schäfer, Naldo, Dante, Jung in der Abwehr. Gilavogi vor der Abwehr. Arnold, Trescher in der Zentrale. Virinion schön auf den Außen und vorne drin. Na klar. Max Kruse. Da haben wir den erfahrenen Dante gesehen. Brasilianischer Nationalspieler. Nastasic bei Schalke. Ebenfalls in der Startformation. Also, das Pokalhalbfinale kann steigen. Die Santo und Goretzka bilden das neue Sturmduo von Schalke. Also wir sind sehr erfinderisch in dieser Saison. Vor allem was Goretzka angeht. Aber er ist nun mal ein sehr flexibler Spieler. Schöle kann den Ball nicht halten gegen Sané. Sané. Auf Uchida. Uchida im Strafraum. Pass in die Mitte. Da schon mal die Santo. 1:0 Schalke. Das ging fix. Franco Di Santo. Mit dem 1:0. Wie schon gegen den BVB, trifft er auch heute wieder. 3 Minuten erst gespielt, Wolfsburg sah nicht gut aus. Sané hier in den Strafraum, zack auf Uchida.
Der setzt sich locker leicht gegen Dante durch, passt in die Mitte zu Di Santo, der völlig unbewacht da ist. Und er braucht wirklich nur noch einschieben. Steht da, wo ein Stoßstürmer wie er stehen muss. Und wenn er den nicht macht, dann ist er sein Geld nicht wert. Aber welcher Fußballer ist es heutzutage schon? Zweites Tor im DFB-Pokal für den Argentinier. Und das ist auch mal Balsam für die Schalker Seele. Nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen Liverpool. Frühes Führungstor gegen die Wölfe. Gegen die lieben Wolfsburger von Gut Klaas. Gut Kick in die Runde, sag ich nur. So, Gilavogi setzt sich durch gegen Di Santo. Arnold auf Schäfer. Schürrle. Fehlpass da auf Uschida, der lässt den Ball hinten rumlaufen. Nastasic. Fährmann verlagert nochmal nach links zu Hector. Goretzka. Schickt mal Choupo-Moting auf die Reise. Virinha setzt sich jedoch durch. Guter Pass auf Gilavogi. Der Sechser geht mal auf die Außen. Zieht in die Mitte. Flanke kommt da auch viel zu lang. Nastasic ist da. Sunny. Neues Geis. Uschida abgeglitscht von Tresch. Geis aber wieder da. Geht sofort weiter. Wolfsburg im Ballbesitz. Naldo. Flanke. Fährmann ist da mit dem Pfosten. Oh, Jung. Setzt sich durch gegen Goretzka. Goretzka, Jung, guter Pass auf Virinha. Virinha von der Grundlinie. Kruse und Fährmann, aber der Ball ist trotzdem drin. 1-1, 15. Minute. Max Kruse trifft per Kopf. Da sah Ralf Fährmann, der sonst so starke Keeper von Schalke, nicht gut aus. Gute Flanke, Virinha. Kopfball Kruse und Fährmann. Ah, ist das bitter. Wie Schalke sich dieses Tor fängt. Frage nur, warum steht Uschida bei Kruse und nicht Nastasic? Uschida Außenverteidiger, Nastasic der Innenverteidiger. Und auch wäre es die bessere Lösung gewesen. Fährmann kriegt die Faust durch. Ich weiß nicht, womit er gerechnet hat. Wahrscheinlich, dass der Kopfball ins lange Eck geht. So kam er aufs kurze Eck, hat gerade noch die Faust hinbekommen. Er sieht unglücklich aus, aber den kompletten Vorwurf will ich ihm da jetzt nicht machen. Max Kruse trifft also hier zum 1:1. Alles wieder auf 0 nach einer Viertelstunde. Auf jeden Fall unterhaltsame Partie. Sané wollte durchstecken zu Geis. Arnold dazwischen. Gilavogi, guter Ball auf André Schürrle. Setzt sich durch im Laufduell gegen Ansudo Uschida. Dann der Haken. Schürrle mit der Flanke an den Strafraum. Kante, Kruse wieder per Kopf. Aber das ist natürlich weit weg und geht doch weit drüber. Sané auf Di Santo. Mit Jena Baselli. Benedikt Höwedes und Jonas Hector mal. Hector, guter Ball auf Baselli. Im Strafraum der Italiener und drin das Ding! 2:1 für den FC Schalke. Daniele Baselli. Ganz starke Antwort der Schalker hier auf den Ausgleichstreffer von Max Kruse. Benaglio, weiß nicht warum. Hier Hector wunderbar durchgesetzt. Seine Haken gegen Jung und klasse durchgesteckt hier. Baselli im Strafraum. Vollspannschuss ins lange Eck. Schäfer kommt noch rangeflogen, aber hat da keine Abwehrchance mehr. Platzierter Vollspannschuss ins lange Eck. Ganz stark gemacht. Naldo ist wütend, kam auch noch rangegrätscht. Und sein erstes Tor im deutschen Pokal, der Italiener. Wie antwortet Wolfsburg jetzt? Schäfer. Rätsche zu spät da eben von Baselli. Schuss von Max Kruse, aber Fährmann ist sicher da.
Nastasic. Moschida. Di Santo. Di Santo zu Sané. Leroy Sané zieht ab. Und Benaglio hechtet heran. Ja, Schalke jetzt bemüht sich nicht hineinzustellen. Höhe des Balleroberung. Arnold. Und Uschida. Ah, zu offensichtlich. Schäfer. Dauert aber zu lange, bis er was macht damit. Uschida grätscht schon noch zu Benaglio. Tresch. Vorbei. Jetzt gegen Hövedes noch. Christian Tresch. Und Foul von Hövedes gepfiffen. Hat er wohl ein bisschen die Arme dazu genommen, der Schalke Kapitän. Freistoß für den VfL. André Schöle. An den kurzen Pfosten Hectors da mit dem Kopf. Jung, Gilavogi. Naldo. Sané mit der Eroberung, aber erneutes Foulspiel gepfiffen an Gilavogi. Ja, Naldo, der sich da krümmt. Und so gibt es den nächsten Freistoß für den VfL. Diesmal aus aussichtsreicherer Position. André Schöle erneut. Wird diesmal gefährlich. Der Nationalspieler. Naldo kommt hinzu. Überläuft. Schöle. Nee. Der Mann mit der 17. Nicht gut getreten, der Freischuss. Zu hoch angesetzt. Choumouteng. Wenig zu sehen von ihm. Jetzt setzt er sich mal durch da. Gegen Jung. Setzt da gut nach, aber Jung hat den Ball. Keine Gefahr. Gilavogi gegen Geis. Klasse gemacht vom Abräumer bei Schalke. Tresch. Gut gemacht von Johannes Geis. Geis hätte da Di Santo schicken müssen. Jetzt schickt er ihn, aber ist zu spät. Muss der Pass früher kommen. Uschida hat den zweiten Ball. Arnold. Uschida holt ihn sich, den Einwurf zumindest. Zu Geis. Ah, dauert zu lange. Uschida aber gut nachgesetzt. Baselli. Ah, schlechter Ball, kommt Di Santo nicht ran. Naldo. Schalke presst aber früh. Jetzt mal Schäfer, jetzt hat er aber ein bisschen Platz. Arnold wieder, Baselli, Gilavogi. Und da ist Pause. Ja doch, relativ unterhaltsame erste Halbzeit zwischen Schalke und Wolfsburg hier im Halbfinale des DFB-Pokals. Schalke führt 2-1. Nicht ganz unverdient. Hatten zwei Möglichkeiten, haben sie beide genutzt. Immerhin, frühe Führung, Kruse gleicht aus. Baselli legt nach. Wird eine spannende zweite Halbzeit auf jeden Fall werden. Weniger fast ausgeglichener Ballbesitz. Keine Wechsel bei Schalke. Auch nicht bei Wolfsburg. So kann es weitergehen. Goretzka im Sturm. Heute noch nicht ganz so auffällig wie in den letzten 20 Minuten in Liverpool. Da vorne drin. Da wurde einfach reingeschmissen. Heute hier natürlich muss er sich erstmal zurechtfinden. Baselli. Di Santo. Sané. Da ist Goretzka. Lässt Naldo aussteigen, aber verzettelt sich da ein bisschen. Kruse. Schlechter Ball für Virinha, den kann er nicht kriegen. Und so gibt es Einwurf für den Ex-Kölner Jonas Hector. Choupo-Moting kann nicht sein. Tresch steht genau vor ihm. Und er bekommt den Ball nicht wieder gespielt. Virinha jetzt gegen Hövedes. Virinha gut durchgesetzt. Nur noch Virinha. Virinha im Strafraum. Fährmann. Und dann der Kopfball. Nachsetzer von ihm. Geht aber nur ins Außennetz. Arnold hat sich beschwert. Stand frei. Schalke weiter in den Front. Virinha. Der Virinha.
Arnold, schlechter Ball, Choupo-Moting. Und Oshida. Versucht das Sané ins Spiel zu setzen. Schöle setzt aber nach. Klärt da in die Mitte. Na gut, verlagert das Spiel doch. Sah erst so aus, ob der Ball nur in die Mitte kommt. Oh, böser Fehler von Gilavogi. Gibt somit die Ecke für Schalke. Sehr unnötig, die Aktion da von Gilavogi. Gibt doch gleich einen Anranzer von Diego Benaglio. So, und die Ecke führt aus. Na klar, Johannes Geis. Nastasic kommt nicht ran. Sané mit dem zweiten Versuch. Flanke kommt an die Strafraum Kante. Rausgeköpft. Jonas Hector. Vaselli raus zu Choupo-Moting. Flanke da. Di Santo legt ihn zurück. Goretzka! Winkel zu spitz. Schade, vielleicht hätte es Di Santo selbst versuchen müssen. Gute Flanke, guter Ball von Choupo-Moting. Aber Di Santo hier, ja, hätte es selber probieren sollen. Goretzka stand beim Abspielen abseits. So, Bastos kommt rein für Max Kruse bei Wolfsburg. Frischer Stoßstürmer. Und auch Schalke wird wechseln. Bergwijn wird kommen für Choupo-Moting. Gefällt mir gar nicht, der Kameruner. Flanke eben, klar. Die war nicht schlecht. Was braucht die Einzelaktion vom Mann mit der 13. Und es kommt der kleine Holländer, Steven Bergwijn. Abschluss Benaglio. Höwedes ist dazwischen. Aber Neufbau über Gilavogi und Marcel Schäfer. Ronaldo. Schäfer. Wolfsburg findet bislang wenig Mittel nach vorne zu kommen. Und wenn, wird es trotzdem gefährlich. Virinha. Oh, Hector. Böse Grätsche noch ins Leere. Nastasic rückt raus. Gut dazwischen. Und jetzt Steven Bergwijn. Hat mal Platz. Und kann gehen. Bergwijn nimmt Hector mit. Hector, Flanke den langen Pfosten, Benaglio ist da. Und Schöle klärt erstmal. So, nächster Wechsel bei Schalke. Können wir gleich mal nutzen. Goretzka rückt einen zurück. Baselli wird gehen. Für ihn kommt rein Kennedy. Frischer Stürmer. Wird kommen. Und Goretzka ist auf der Position, wo er sich am wohlsten fühlt. Im zentralen Mittelfeld. Kennedy kommt rein. Hat eine gute Figur gemacht gegen Dortmund vor allem. Mal als Torvorbereiter da geglänzt. Die Leihgabe des FC Chelsea. Und das Goretzka. Ah, dauert zu lange. Gilavogi sofort dran an ihn. Schürrle. Guter Ball auf Gilavogi. Flanke kommt. Hector stört da entscheidend. Fährmann geht hin und ja, haut den Ball nochmal richtig weg. Viertelstunde noch zu gehen hier. Schalke führt weiter in 2:1. So, jetzt geht André Schöle und es kommt der Ex-Schalker Julian Draxler ins Spiel. Pfiffe gibt es bislang noch nicht. Für den Mann mit der Nummer 10. Die Logie, Hector dazwischen, sehr gut. Und Goretzka. Chipball zu Leroy Sané. Und der junge Schalker setzt sich durch. Ah, versucht durchzustecken zu Franco Di Santo. Hat aber nicht gereicht. Arnold muss hinten rum wieder. Schäfer, Draxler. Nochmal Schäfer. Dost. Trash. Oshida, jawohl, dazwischen gegangen. Bergwijn. Bergwijn zu. Ah, warum nicht zu Sané? Ah, verdammt. Sané hätte da doch besser gestanden. Glaube auch nicht, dass es abseits war.
Kushida, saubere Partie vom Japaner da hinten drin. Oh, Fermer mit dem Patzer, Fermer mit dem Patzer, Virinha. Tor ist leer und... Oh mein Gott. Wie glatt kann man das denn zu Ende spielen? Abseits. Warum die Flanke? Warum schlägt Virinha die Flanke auf Gilavogi? Abseits. Hövede ist zwar noch dahinter, aber es ist nur ein Spieler noch dahinter. Oh, und jetzt kommt der Lord. Niklas Bendtner für Joshua Gilavogi. Aber ganz ehrlich, Virinha muss das Ding direkt aufs Tor bringen. Virinha muss das Ding direkt aufs Tor bringen, dann ist er drin. Verstehe ich nicht, warum man auf die Flanke schlägt. Und dann war es richtigerweise abseits, weil nur ein Spieler von Schalke noch dahinter war. Fährmann weit rausgeeilt. Und somit richtig. Freistoß. Kennedy. Kommt zwar gut ran an den Kopfball, aber leider in den falschen Mann. Dante auf Tresch. Letzte Chance für die Wölfe. Nachspielzeit läuft. Schäfer. Ballverlust gegen die Santo. Johannes Geis. Zu Kennedy. Kennedy alleine gegen Dante. Kennedy im Strafraum. Kennedy macht die Entscheidung. Er macht die Entscheidung. Schalke steht im Finale des DFB-Pokals. Endlich mal ein ordentlich ausgespielter Konter. Und Königsblau darf nach Berlin. Die freuen sich hier. Abgekocht. Hier der Haken vom Dante. Dann der Antritt. Da ist er schneller. Und dann der platzierte Abschluss ins lange Eck. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Kollektiver Jubel der Mannschaft. So, und dennoch gleich natürlich, wenn schon, denn schon. Taktik, taktischer Wechsel natürlich. Marco Höger darf auch nochmal rein. Auch wenn es zu keiner Ballberührung mehr kommen wird. Für den scheidenden Schalker. Wechsel vollzogen, Anstoß. Gibt es nochmal irgendwie eine Chance für Wolfsburg? Nee. Das war's! Schalke steht im DFB-Pokalfinale und fährt nach Berlin. Fährmann, ja, er sah heute nicht gut aus. War einer seiner schlechteren Spiele in dieser Saison. Hat trotzdem gereicht, da Wolfsburg diesen ganz groben Patzer da nicht nutzen konnte, das schlecht zu Ende gespielt hat und daraufhin Schalke mit dem 3:1. Santo heute mal wieder durchgespielt, einen Treffer erzielt. Naldo schüttelt nur den Kopf. Santo hat das wichtige 1:0 erzielt, das frühe 1:0. Auch wenn es schnell egalisiert wurde von Max Kruse und trotzdem hat es nicht gereicht. 3:1 gewinnt Schalke am Ende gegen den VfL Wolfsburg und steht damit im Pokalfinale. Sehr schön, auch wenn Wolfsburg am Ende deutlich mehr Ballbesitz hatte. Schalke machte nur das Nötigste, was man in der Rückrunde eigentlich von ihnen kennt. Weshalb sie auch so souverän sind. So, das zweite Pokalhalbfinale wurde noch nicht gespielt, Leverkusen-Köln. Schade. Hätte ich gerne mal gewusst jetzt sofort, wer unser Gegner wird, aber... Na gut, es geht auf jeden Fall jetzt gegen Leverkusen. Das steht schon mal fest jetzt. Pressekonferenz, Mannschaft, können wir auf jeden Fall loben jetzt mal, wie sie das Euroleague ausverkraftet hat. So, gucken wir mal rein hier. Das Deutschland-Spiel ist ausgerührt. Klasse Hünteler, jawohl. Wird also zum Pokalfinale wieder fit werden. Turnierpreisgeld 2 Millionen Euro bekommen. Sehr schön. Nachricht von Spielern. Hünteler, ein Vorschlagtrainer. Ist ja wirklich wichtig für uns. Deshalb bin ich in der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich anstelle von Kennedy spielen würde. Ich hoffe, Sie stimmen dazu. Naja. Ich bin einsatzbereit, sagt er also, der Hunter. Dann stellen wir ihn doch mal gleich wieder zurück auf die Bank. Für Chupo auf jeden Fall erstmal. Mehr aber noch nicht. So, Goretzka am Sturm, okay, war was man probieren konnte. Ich denke mal reinschmeißen, für die letzten Minuten kann man ihn da. Aber ich glaube, von Beginn an ist er kein Stürmer, deswegen wird er doch erstmal nicht wieder auflaufen so schnell. Kennedy eher, ja. So, Papadopoulos kehrt zurück nach Schalke, im Spiel zumindest. Für dieses eine Spiel. So, aber gibt es hier irgendwo... Da, Köln, Leverkusen, 2:1. Köln wird also ins Finale einziehen. Besiegte den Erzrivalen und kämpften 2:1, aber steht nicht... Am 20. war es denn der 20. auch, wo wir gespielt haben hier?
Gegen Wolfsburg. Wir haben 19 gespielt, jawohl. Also, Köln zieht auch ins Finale ein. Das wird unser Gegner werden. Der erste FC Köln. Sollte machbar sein, ne? Aber jetzt geht es erstmal in den Endspurt der Liga. Da müssen wir die Euroleague klar machen. Wolfsburg spielt jetzt nur 1:1 gegen Augsburg. Heißt, wir können 3 Punkte abziehen. Mit einem Sieg in Leverkusen, das wäre sehr, sehr wichtig für die Playoffs. Und wenn wir auch noch jetzt gegen Leverkusen direkt duell spielen, ist sehr, sehr wichtig sogar für die, ja, nicht nur für die direkte Euroleague-Quali, sondern für die direkte Champions League-Play. Na, direkt, also, für die Champions League-Play, ihr wisst, was ich meine. Mein Gott, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Hansa-Fan. Macht's gut!